Okay, sieht alles gut aus. Oh, nein, ich tue schon wieder. Okay, halt, halt. Ach Mensch, ich hab doch gesagt, halt. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Mango. Oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ja. Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Mhm. Ach. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Breaktraum? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lass nur zurück. Hi, Bruder. Oh je, oh, nö, 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 nö. Haha. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Ja, hatte ich gedacht. Ihr müsst jetzt sagen, ich bin Batman. Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Oh, das stört die, glaube ich, nicht. Meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Ich will aber nicht. Verdammt. Ich hab genug von dieser Insel. Ich will aber nicht, ich will aber nicht. Und ich hab genug von ihm. Oh nein, das wird nichts. Oh Mann, die Frau ist... So. Ich weiß, eigentlich verprügelt man keine Frauen, aber... Das ist keine Frau. Autschi, Bautschi. Hi, Brüderchen. Ich komme. Ich bin fast das. Dean! So. Superman. Punch durch den Boden. Oh, das tut weh. Das gibt blaue Flecke. Ach, Knarre. Oh, nö. Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Genau, ganz ruhig. Na, das ist ja interessant. Ach, ernsthaft? Nate? Hi. Rafe? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon okay. Gut. Okay, schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Der Rafe ist echt ein Arsch. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt. Hm? Hey, komm schon mal. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, kannst du mal in Ruhe lassen? Hat er dir irgendwas gerade getan? Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja, wäre schon mal ganz gut für den Anfang. Ja, und gibst uns einen Anteil. Ganz klar. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nein. Ja.
Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. What? Ich hab Samuel rausgeholt. Moment mal, what? Brüderchen, wir müssen uns mal unterhalten. Oh. Wow, was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Ach so. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh, doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Himmel, nein, nein. Ich fühle mich gerade irgendwie verarscht. Der Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich habe ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Ja, wundervoll. Erst verarscht uns der Bruder, aber jetzt fängt er für uns so cool ab. Gut, Blut ist dicker als Wasser. Apropos Wasser, sieht nicht schön aus. Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate. Elena! Oh, eine weitere Rückblende, weil wir bewusstlos sind. Naja, why not? Ja, wer ist es? Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ah ja. Ist keiner zu Hause. Hast du das? Woher weißt denn du das? Und hey, das ist ein Bruch. Ja, riesig. Kapitel 16. Wo sollen wir anfangen? Die Drake-Brüder. The Brothers Drake. Und danach kommt die Führung. Na, dann könnten wir ja rein theoretisch. Eine Alarmanlage? Wie wär's, wenn wir einfach durch die Tür, Haupttür gehen? Wäre auch zu leicht gewesen. Ja, aber wo klettern wir jetzt rein? Vielleicht ja hier übers Nebengebäude? Okay, gehen wir hinten rum, ja? Ich bin doch schon auf dem Weg. Hier ist noch eine Tür, die wir nicht mal anklicken können. Also, sie ist automatisch... Ach ja. Hier nach. Okay, gib mir deine Hand. Und hopp. Hopp und hoch. Gut gemacht.
er geht so, ich nehme den Umweg. Komm, das Haus verlassen ist, warum ist hier dann ein offenes Fenster? Wer hat das aufgemacht? Kommt mir doch alles irgendwie ein wenig spanisch-kubanisch vor. Creepy. Gruselig. Boah, ich habe gerade schon gedacht, da hinten ist ein Schatten, aber... Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Ziehen, Aufzeichnungen oder... Ja? Und gucken wir noch mal diese Kiste hier durch. Hier drin ist nichts. Nein. Nita. Miss Evelyn. Mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge bei ihrem Vortrag neuesten Fund, Ausrüstungssatz der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihrem Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Frage aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil ich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihren Fachkenntnissen zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen. Und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in The Lennox. Falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit besten Grüßen, Kenichiro Namba. Aha. Okay. Aber schönes Dokument. Nichts, nichts, nichts. Bestimmt da, wo Brüderchen ist. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Bestimmt gibt es wieder drei Kisten oder sowas. Nope. Ein Dach ist es nicht. Das ist ein voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, das geht. Aha. Aber suchen wir nicht noch irgendwas? Ach, ich laufe mal vor meinen Teil. Jetzt ist er schon wieder abgehauen. Und wie finden wir sie? Ach du meine Fresse. Wer auch immer hier gewohnt hat, war ein verdammiger Messi. Das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ja, könnte man auch so sagen. Ey, cooler Billardtisch, den würde ich für einen Fufi noch mitnehmen. Ah, hier haben auch noch eine Kiste. Die Kiste erwartet uns bestimmt erst ganz, ganz am Ende. Aha. Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist doch den richtigen Weg. Nein, das ist nicht von Mom. Ja. Aber immerhin, es war schon... Wir kommen näher. Ich nenne mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja. Oh, die sind unbezahlbar. Ein billiges Imitat. Kann sein, kann nicht sein. Gott, wie groß ist dieses Haus? Bitte nicht noch ein Brief. Ah, schon wieder was zum Lesen. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Startlandebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangenfarben, sehr neugierige Kreatur mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen.
Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit der Vorbereitung für die morgige Exkursion. In den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschung abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass ich auf unseren Reisen mitnehmen werde, wenn du älter bist. Damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig.